Jetzt können wir uns also dem eigentlichen Servlet zuwenden und da können wir ähnlich brachial vorgehen wie bei dem wie bei der Node Entity. Wir können hier erstmal hergehen und kopieren und wir pasten das Ganze wieder rein, denn prinzipiell genügt es ja demselben Muster und nennen das jetzt in Authors Servlet. Das liegt jetzt auch im richtigen Package. Jetzt öffnen wir uns also das Authors Servlet. In dem Authors Servlet müssen wir jetzt natürlich umstellen von Node auf Author. Das heißt, wir werden auch hier oben schon mal gleich umstellen. Wir brauchen hier auch eine neue Serial Version UID. Was wir da der Einfachheit halber machen, ist, wir löschen diese. Jetzt wird er sich beschweren und jetzt lassen wir den Generator die Arbeit erledigen. Da wird jetzt normalerweise eine andere herauskommen. Kurzer Abgleich mit der Node, um Ihnen zu zeigen, dass das auch wirklich so ist. Die hier endet auf 034L, die hier endet auf 200L. Also ja, wir haben eine neue eigene ID bekommen. So, dann können wir jetzt in den Authors hier das Ganze natürlich ändern. Wir wollen jetzt hier keine Map Integer Node, sondern Map Integer Author haben. Die hier benennen wir mit Alt Shift R auch um in Authors. Jetzt hier importieren. Die Node werden wir am Schluss entfernen können, hoffentlich, wenn wir alles richtig gebaut haben. Und dann gehen wir jetzt her und müssen hier in dem Author, der ja ein Datenfeld weniger hat, müssen wir auch die Parameter wieder entsprechend anpassen. Das heißt, jetzt hier aufpassen, der erste, der mit dem Author fällt, weg. Der zweite müsste jetzt Name heißen und der dritte E-Mail. Der ehemalig zweite, der jetzt natürlich dann neu der erste ist, E-Mail. Und natürlich wollen wir hier vorne auch keine V-Note haben, sondern wir drücken auch da Alt-Shift-R und wenden das in einen V-Author um. Haben wir die Fehler in der obersten Methode schon abgestellt, also put ist fertig. Das nächste wäre dann das get. Da wollen wir natürlich hier auch eine author-ID rausholen. Das gilt hier nochmal. Eine author-ID. Natürlich auch hinschreiben. Und hier oben sollen es bitte auch alle Authors sein. Wie gesagt, das ist immer die Gefahr, wenn Sie kopieren, dass Sie irgendwo einen nicht sehen. Wenn hier etwas noch Note hieße, wäre das nachher sicher sehr verwirrend, wenn man diesen Code warten müsste. Beim Datentyp, da bekommen Sie natürlich direkt den Hinweis, dass das nicht gehen kann, weil wir den Import ja nachher rausnehmen und da sehen wir, ob der noch verwendet wird oder nicht. Beim Namen, da ist es dann nicht mehr klar. Hier ist noch irgendwas krumm, genau, da haben wir die geht natürlich das Update nicht mit drei Parametern, sondern halt wieder nur zwei. Das ist ja klar, das ist wie beim New auch gewesen. Wir brauchen hier nur noch den Name und die E-Mail. Letzter Punkt ist das Delete. Da sollten wir eben auch Sorge tragen,
wir jetzt hier auf eine Author-ID blicken. Und dann sind wir durch. Wir haben auch keine Fehler mehr. Jetzt können wir noch einmal hergehen und können suchen. Find Note. Aha. Wir haben also hier noch eine Note im Kommentar. Das sollten wir noch abstellen. Suchen nochmal. Ja, hier auch nochmal. Da returnen wir sogar gar keine. Das heißt, da können wir den Kommentar komplett entfallen lassen. Da ist nochmal deutlich, dass wir bei den Notes beim Kopieren nicht 100% aufgepasst haben. Das hätte man dort auch entfernen können. Und ansonsten haben wir jetzt nur noch den und wir können hier die Note, da sehen Sie auch, die wird jetzt nicht mehr verwendet, können wir hier rausnehmen. Also, jetzt sehen wir, dass wir keine Referenzen auf die Note mehr im Code haben und dass wir auch kein Note als Bezeichner irgendwo stehen gelassen haben. Haben wir in wenigen Minuten einen Service, der hier Authors heißt. Wir sind noch nicht ganz fertig, denn in unserem Notes-Servlet, da gibt es jetzt natürlich noch einen Error, dass wir hier erwarten, dass es sich um einen Integer handelt. Und der erste Schritt, um das abzustellen, wäre jetzt natürlich simpel. Sie kennen aus dem ursprünglichen, aus der Verarbeitung der Note-ID natürlich noch das Integer-Value-Of. Wenn wir das also hier einfach um dieses Get-Parameter drumherum stricken und sagen, wir holen hier eine Author-ID, dann ist die neue Note natürlich erstmal glücklich. Dann wird das prinzipiell so funktionieren. Was wir jetzt natürlich noch haben, ist, dass er beim Update dasselbe Thema bemängelt. Das können wir natürlich einfach durch Copy-Paste, wie Sie hier sehen, abstellen. Jetzt werden wir im ersten Durchlauf fehlerlos. Jetzt haben wir noch zwei weitere Probleme. Das eine ist natürlich, Sie sollten eigentlich diese IDs nicht ungeprüft verwenden. Wir haben ja bei der eigentlichen Node-ID auch jeweils mit Try-Catch genau abgefangen, dass diese Integers sich nicht umwandeln lassen. Und das zweite ist natürlich, wir bräuchten eigentlich auch referenzielle Integrität. Wir wollen natürlich jetzt eigentlich schon, dass hinter so einer ID auch wirklich ein Author dahinter steckt. Und das heißt, wir sollten uns den Teil hier rausziehen in eine lokale Variable. Das können Sie auch am schnellsten wieder mit Alt-Shift-L Refactor Extract Local Variable. Das heißt, wir sagen hier, das ist unsere vAuthor ID. Ziehen die raus und jetzt können wir natürlich prüfen, ist denn diese vAuthor ID, pardon, hier fehlt das try-catch drumherum sogar. Das heißt, wir gehen jetzt erst her und sagen try. Jetzt wollen wir das Ganze umwandeln. Und für den Fall, dass alles glatt geht, können wir natürlich auch gleich die gesamte restliche Verarbeitung hier anhängen. Und im anderen Falle catch. Ja, das können wir auch wieder kopieren, denn wir haben diese Number Format Exception, wie erwähnt, ja schon. Das wäre also sowas hier. Und wenn das hier so ist, dann würden wir sagen invalid author ID format, denn das träfe ja uns dann hier genau bei dieser author ID Verarbeitung. So, invalid ID format beim put trifft es auch nicht so gut wie zu sagen Lacking ID, denn eigentlich hat derjenige, wenn es beim Boot ist, hier ja dann gar keine ID mitgegeben, wenn diese Path-Info nicht da ist. Also die ID, die fehlt einfach komplett. So, dasselbe müssten wir jetzt unten noch machen, also sicherstellen, dass wir wirklich einen Integer bekommen beim Post. Hier haben wir schon den Try-Catch-Block herum. Und dann lassen wir das jetzt einfach so stehen mit dem Invalid-ID-Format. Und wir gehen aber her und ziehen den hier L auch noch der Symmetrie wegen zumindest in eine vAuthor ID. So,
So, auch wenn das schief ginge, dann bekämen Sie jetzt die Meldung Invalid ID Format. Das wäre soweit der Teil, der Sie erstmal von der reinen Eingabeabsicherung her absichert. Was uns jetzt fehlt, ist die referenzielle Integrität, also sicherzustellen, dass ein Client auch wirklich für die Authors nur IDs mitgibt, wo dann wo das Author-Servlet wirklich in seiner Hashmap auch einen Author drin hat. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Die eine Variante wäre, wir betrachten unser Gesamtergebnis als Service insgesamt, also als größeren Service. Dann könnten wir in dem Author-Servlet die Möglichkeit vorsehen, hier einfach auf diese Map zuzugreifen. Und diese Methode könnte unser Node-Servlet dann aufrufen. Die andere Lösung wäre, dass wir das Ganze wirklich als zwei Microservices betrachten, von denen jeder nur eine Entität managt. Und wenn dem so wäre, dann müsste unser Node-Servlet jetzt diese Author-ID, die man extrahiert hat, nehmen und die eben nicht blind in das Update oder in das New hineinstopfen, sondern um diese Author-ID herum, quasi als Client für den Author-Service, müsste dieses Node-Servlet einen Request bauen und den Author-Service mit einem Get-Request fragen, gib mir mal bitte den Author zu dieser ID. Und wenn dort zurückkommt Not Found, dann müsste der Node-Service das dem Client weitermelden, der ihn eigentlich aufgerufen hat, und sagen, das geht nicht, ich kann dir diesen Datensatz nicht anlegen, weil kein Author vorhanden ist. Wenn dieser Author-Servlet einen Datensatz zurückliefert, dann könnte der Node-Service hierher gehen und das Ganze einfach so wie bisher anlegen. Gehen wir jetzt zunächst mal den einfachen Weg und tun so, als wären wir ein Service insgesamt. Dann könnten wir beim Author-Servlet als einfachste Variante hier dieses Member-Static machen. Dann könnten wir eine neue Static-Methode schreiben. Die muss natürlich public sein, damit unser Node-Servlet drankommt. Static. Und der liefert jetzt ein Integer zurück. Er könnte auch einen Author liefern. Das ist jetzt die Frage, wie mächtig Sie die Schnittstelle machen wollen. Momentan weiß unsere Node gar nichts von einem Author. Das heißt, es würde hier genügen, einen Integer zurückzuliefern. Und wir nehmen als Integer dann einfach die ID oder eine Null, wenn das Ganze nicht drin ist. Das heißt, find by ID, dann müsst ihr Integer Author-ID stehen als Input. Das ist das, was die Node mitgeben kann. Und dann returnt man hier dann das mAuthors-get. Author-ID und das wäre aber jetzt entweder ein Author oder eine Null. Jetzt haben wir hier eine Klammer zu viel. Ein Author oder eine Null. Das heißt, es funktioniert so noch nicht. Das heißt, wir holen uns das erstmal in eine Variable. Machen wieder Alt-Shift-L wie Author. So, und jetzt können wir trennen if the author ungleich null, nur dann dürfen wir ja den Author nach seiner ID fragen, return the author get ID. Wir könnten natürlich hier auch hergehen und einfach die aAuthor-ID wieder zurückgeben. Das müsste ja dieselbe sein. Else, jetzt sollten wir aber noch sauber arbeiten. Das eine Mal, wir setzen ja jedes if in Klammern, einfach der Sicherheit wegen, weil alles andere Zeitbomben sind. Dann schreibt doch jemand eine weitere Zeile dahinter und wundert sich nachher, dass die nicht ausgeführt wird. So, else return null. So, da sollte man auch nicht wie Author hinschreiben.
damit wirklich klar ist, hier geht die Null zurück. Sonst muss man erst hingucken, oh, wie Author war ja Null. Denn das haben wir ja oben abgeprüft, dass er tatsächlich sein muss, wenn wir in diesen Else-Zweig hineingehen. So, jetzt gäbe es also diese simple FindByID-Methode. Und dann können wir hierher gehen und das noch absichern. Das heißt, wir könnten hier diese Node-ID reinreichen, diese Author-ID reinreichen, die wir uns jetzt hier geholt haben. Das heißt, if authors servlet find by ID a author ID, also sozusagen gleich null, dann nicht a author ID, ist natürlich wie, wir haben ja unsere lokale Variable, warum er das nicht erkannt hat, weiß ich nicht, dann geben wir das ganz normal rein. Else müssen wir das Ganze ablehnen mit einem sc not found. Das ist genau das hier. Nur, dass wir jetzt die Author-ID nicht gefunden haben. Und dasselbe müssen wir natürlich nicht nur fürs Post, also fürs Update machen, sondern dasselbe müssen wir auch fürs Put, also für den New-Vorgang machen. Jetzt können wir schon mal den unteren Teil hier wieder schamlos kopieren, denn es muss ja ganz genau so sein. Wir haben hier diese vAuthorID, das heißt, hier kommt jetzt dieser Teil hin, das müssen wir einrücken. Und jetzt brauchen wir hier noch diesen if, hier gilt auch if authors author-ID Ausrufezeichen gleich null. Dann wollen wir das machen. Und ansonsten wollen wir das nicht machen. So. Jetzt zeigt er uns doch noch irgendwo einen Fehler an. Ja, dann habe ich hier eine Klammer zu viel. Das ist dann unten symmetrisch auch. Da hat mir Eclipse eifrig helfend eine Klammer eingefügt, die ich dann hier nicht brauchen kann. So. Damit hätten wir unseren Node Service so weit stehen, dass er umgestellt ist darauf, dass er eine Author-ID verwendet, also einen Integer-Parameter. Und weil das eine Änderung am API, am Interface ist, unser Aufrufer, der darf uns jetzt hier keinen String mehr liefern, sondern der muss uns jetzt hier eine ID liefern, würde man normalerweise auch hergehen und diesen Service hier in der Version hochzählen, damit sie die Möglichkeit haben, den alten als V1 zum Beispiel einfach parallel weiterlaufen zu lassen. Und dort Nutzer dann weiterhin auf das alte API aufsetzen können. Denen müssen sie dann irgendwann die Nachricht zukommen lassen. Liebe Nutzer, migriert mal bitte nach V2. Die kann jetzt auch mehr, die kann meinem Author sich noch die E-Mail merken. Und müssten dann erreichen, dass man dahin übergeht. Diesen Webservice können sie dann jetzt natürlich ganz genauso mit ihrem Postman oder einer Testimplementierung testen. Wenn sie das machen, dann werden Sie feststellen, dieser Webservice, der fühlt sich irgendwie ein wenig, sagen wir mal, unkooperativ an. Das Problem ist nämlich natürlich, ist der Author nicht da, dann bekommen Sie einfach nur diese Meldung und es geht auch nicht weiter. Das heißt, Sie als Client, aber das wird immer so sein, Sie als Client sind gezwungen, jetzt sozusagen Ihr Objektgeflecht von unten aufzubauen. Ihr Author, der von nichts mehr abhängig ist, den müssen Sie als erstes anlegen und danach können Sie die Node anlegen, die von dem Author abhängig ist. Jetzt wäre natürlich ganz schön, stellen Sie sich vor, Sie nutzen den Client als neuer, den Webservice als neuer Client das erste Mal, dann wäre natürlich ganz schön, wenn Ihnen die Nodes hier ein Stück weit helfen. Und das ist ja genau der Ansatz auch bei der Spezifikation über HATOS, Hypertext as the Engine of Application State, dass Sie hier von diesem Node-Service zum Beispiel dann ja auch gleich einen Verweis haben können, der Sie weiterleitet an diesen Author-Service. Und das heißt, dann müssen wir hier in diesem Teil, wo wir einfach nur schreiben Author-ID not found, da müssen wir weniger stur sein und müssen dann hier einen Redirect vornehmen und müssen den Link auf den Author-Service verpacken, in dem Fall auf das Basisverzeichnis, damit Sie dort zugreifen können. Wir könnten sogar noch
freundlicher sein. Wenn wir ja wissen, dass die ID tatsächlich existiert, könnten wir auch zum Beispiel einen Link gleich anbieten. Möchtest du bei dem Autor irgendetwas ändern? Man könnte auch überlegen, dass die Author-ID zum Beispiel gar nicht so bequem ist, dass vielleicht doch jeder Autor erstmal die eigene E-Mail angeben möchte. Und man könnte ja dann auch stattdessen zum Beispiel ein Find-by-E-Mail einführen. Die E-Mail ist ja eindeutig. Und könnte gucken, ist diese E-Mail-Adresse registriert? Sie wissen, dass ja viele Foren oder viele Plattformen erfordern, dass man sich registriert. Und das könnten wir für unsere Notes-Plattform natürlich auch umsetzen. Und man könnte dann sagen, ja, leg einen neuen Author an über genau diesen Weg. Oder wenn du den Author updaten möchtest, dann navigiere gleich zu dem Unterverzeichnis mit der ID. Dann kommen wir endgültig Richtung Haters. Bis hierhin haben wir jetzt erstmal nur zwei Entitäten, die tatsächlich mit referenzieller Integrität verknüpft sind. Sieht aber, wie Sie sehen, nicht ganz schön aus, wenn wir das auf diesem Wege machen, weil wir natürlich jetzt hier auch eine Vermengung dieses Servlets mit der eigentlichen Verwaltung haben, also mit der eigentlichen Notizen- oder Autorenverwaltung. Und das Servlet greift jetzt hier so rüber in das andere Servlet. Wenn Sie das sauber machen wollten, dann würden Sie wahrscheinlich einen Notes Manager oder einen Author Manager machen und das Servlet würde immer an den Manager nur die jeweilige Operation oder die Anfrage weitergeben und die würde das dann dort zerlegen. Aber das kann man sich ja dann in einem nächsten Schritt überlegen, wie das geht.